Development Project has been added. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Mit mir, dem Klaus. Und mit mir, dem Deathrock. Ja, und ich bin heute am Drücker. Ja. Und was haben wir in der letzten Folge gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr. Achso, ich hab diesen Kindersoldaten wieder rausgeholt. Ja, stimmt. Weil ich immer das Glück habe. Ja, ja, okay. Gut, gucken wir mal. Erstmal Entwicklung und gesagt, ist was Neues. Entwickeln wir gerade noch. Specify Project. Oh, guck mal, wir können eine Online-Waffe machen. Wie können wir machen? Ocelots Revolver der Wahl. Ich dachte nur bei dir Gewehr, ne? Dann entwickeln wir sogar noch deinen Granatenwerfer. Ja. Der ist auch hoffentlich fertig, wenn ich dran bin. Bis dahin müsste fähig sein. Ja, locker. Oh ja, 16 an 17. Ja. Bis dahin ist er fertig. Ich glaube, mehr entwickeln wir gerade nicht, ne? Okay. Dann. Wo ist er? Würde ich sagen, die machen wir uns mal, ne? Ja, von mir aus. So, raus. 36 Minuten, die ich dann auch jetzt beenden. Ich glaube, Erde kannst du abbrechen oder so. Ah! Noch, die können wir auch jetzt schon machen. Ja, nice. Komm, MB-Münzen haben wir sowieso wie Sand am Meer. Ja, stimmt. Machen wir einfach mal. Etikett-Tornado. Ja, mach mal. Please select supplies requested. Das ist schon mal nach einer Nebenoperation oder so kriegen. Das ist doch Kreis. Kreis ist gut. Ja, Kreis ist echt gut. Driving Skills. So, da kommt mein Supply Drop. Need for Speed has it. externe Aufträge. War immer, ne? Mhm. Please select a mission. Scheint auch noch zu laufen. Scheint auch noch zu laufen, ja. Ja. Was machen wir denn? Keine Ahnung. Ist das normal angezeigt? Ja, normalerweise schon. Wo ist denn das mit dem Punkt dran? Nee, neue, glaube ich. Ach, wegen der Quarantäne, stimmt ja. Stimmt, das habe ich auch ganz vergessen. Oh nein. Oh no. Oh. Okay, dann würde ich sagen, direkt Hauptmission weiter. Please select a mission. Ja. 26 auf der Jagd. Finden und eliminieren Sie den Menschenhändler, der in der Savanne auf der Flucht ist. Laut Berichten dürfte es nicht einfach sein, das Tier zu finden. Mission accepted. The map has been updated. Zwei? Ach, Moment, ich werde noch meinen Abschub irgendwo. Ja, Abschub vor allem. Abschub. Ich will mal sehen, wie der da reinklettert. Hey, was war das denn? Ich hab mich auch. Auch kurz vor wieder reinkriegt, aber. Caution. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, dass du unten mit dem Laut hast. Unten ist die. Das ist neben Wasser. So, jetzt haben wir unsere Betäubungspistole nicht mehr, ne? Ja. Aber ich habe das Betäubungsgewehr. Haben wir das nicht? Ja. Naja, gut. Dann geht's ja. Gut, aber wir haben zwei Ziele. Mission Startpunkt. Wermut. Alter. Mission Startpunkt. Gut. Kannst wahrscheinlich von zwei Punkten aus starten. Ah ja. Ah ja, stimmt. Ja, meistens. Das wird gemacht, ja. Junge. So. Ich fällt dann zu. Dann fährt die Fahrzeug. Kojotenkacke. Laufende Kojotenkacke. Sind die Brüder von den Korinthenkackern? Achso. So ist es also. Wie du es gelernt. Ja, bei Delivery lernt man auch was. Ja.
Den Felsen habe ich nicht gesehen. Zeitlupe gegen den Felsen gefahren. Ja, aber bei uns muss man was lernen, weil wir wollen ja mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen mithalten. Naja. Da muss ich dir gleich mal was erzählen. Ja, bin gespannt. Also jetzt, das erzähle ich dir aber nach der Folge. Naja. Also sonst so ist das fragwürdig. Was machst du da? Ja, und tschüss. Boom! Ach komm! Das ist ein Geländefahrzeug. Ein Geländefahrzeug, aber kein Fallschirm. Warum ist ja eigentlich kein Fallschirm in dem Spiel? Das ist ja voll geil. Keine Ahnung. Krieg ich mal vielleicht noch. Das wäre mega geil. Fulton mal andersrum. Ja, eben. Jetzt mach ich denselben Fehler nochmal. Ja, wo soll ich denn sonst lang fahren? Links lang. Ja, wohl, mach ich doch. Ey, du bist gerade ausgefahren. Nee, komm ich ja noch lang. Du musst nicht direkt gerade fahren. Also, ja. So kommst du da nicht lang. Nee, eher weniger. So viel zu, bei Delivery OP lernt man was. Wisst ihr, was man nicht lernt? Fahren. Autofahren. Dafür besuch lieber eine Fahrschule. Ja. Der wird nicht mehr auf dem Weg. Vielleicht besser. Ja. Ist ja auch nicht mehr so weit gerade. Wieso wissen die, dass das ein Kämpfer-Set in den Wagen sitzt? Ich doch auch einfach ein reicher Knacker auf Safari sein können. Wir sind in Afrika. Das stimmt eigentlich. Ich glaube, jetzt kannst du links runter. Aber ganz knapp. War ruhig ganz knapp, du. Das ist ein Stein. Nicht gesehen. So ein Baum. War wohl gemerkt. Alter. Ey, loskehr. Du willst es aber auch ganz klar machen, dass man uns auch noch nicht lernt, ne? Was sieht man da runter kann? Ich bin mir auch nicht so sicher. Oh! Alter! Ehrlich jetzt. Ist, wenn wir jetzt einen Fallschirm hätten, dann könnte ich da einfach runter. Ich glaube nicht, dass das hoch genug ist für einen Fallschirm. Wie geht's da runter, verdammt? Da. Hier? Ja. Ja. Das sieht gut aus. So, rechts und Ehe noch, dann bin ich endlich mal da. Nach dem Jahr, bevor es mir um ist. Ja. Och, komm. Boah, die Karre, ne? Der arme Wagen. Also, der tut mir schon ein bisschen leid. Das ist ein Blindefahrzeug. Wenn du mit dem Fake bist, ist das nicht mal mehr ein Gabelstapler. So, ey, was? Wie soll das gehen? Sagen wir es anders, wenn du mit dem Wagen fertig bist, ist es nicht mehr ein Trecker, ein Fahrrad. Was ist da? Ein Gebäude. Und ein LKW. Ach so. Soll ich rausholen? Ach. LKWs gehen ja sowieso irgendwie nichts. Die LKWs. Die halten nicht mehr aus als so ein scheiß Geländewagen und irgendwas transportieren kannst du damit auch nicht. So, das ist unser Mission Briefing. So ein Mission Briefing kriegen wir auch irgendwie nur, wenn wir schon im Gebiet sind, ne? Ja. Kinder uns das nicht auch einfach sagen. Keine Ahnung. Oh oh. Jetzt stirbt unser Personal schon. Scheiße. Ach du Scheiße. Belohnung. Yay. Episode 26 auf der Jagd. Hunting Down.
Dartbildchen. Ja, schick. Ja, ne? Mit dem drehenden Kreis. Mhm. Ne, vier Kästchen. Speichern. Okay. Hui. Boss, the target is a PF Logistics officer who works as a human trafficker on the side. The client wants him dead. He's currently on the run somewhere on the savannah with bodyguards. Unfortunately, we don't know what route they're taking. All we have to go on is a coded transmission sent by the PF at the Ditati abandoned village. It appears to be a workup of the target's security plans, but to decipher it, we'll need an intel file with the encryption key. This key should be at the comms facility at the Ditati abandoned village. Check your iDroid to see what the target looks like, as well as the location of the village. Find a route, find a man. Eliminieren Sie den Menschenhändler. Okay, also wir müssen erstmal in dieses komische Dorf. The map has been updated. Sieht schon aus, als würde ich den Menschenhandel. Videoüberwachungsspezialist. Oh. Ich kann mir vorstellen, dass es einer von den Leibwachen ist. Mhm. Willst du jetzt wirklich Quiet rausholen? Die Doc kann in der Savanne nach dem Typen suchen. Oder kann dir sagen, wenn er da ist. Keine Ahnung. Erstmal müssen wir sowieso in das Dorf. Ja. Dali oder wie es hieß. Dali. Da unten. Das hier ist das Redaktionsfeld. Danke für dich. Ziemlich geradeaus. Ja. Das ist der Links. Das ist besser. Gut, dann suchen wir mal nach dem komischen Code. Ja, beziehungsweise du. Ein verlassenes Dorf, sondern da laufen da wieder ganz schön viele Leute rum. Ja. Analysis complete. Prosthetic. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist mit dem, von wegen mit der Epidemie? Ja. In der gleichen, oder in der Cutscene direkt davor, hat Quiet ja noch einen Typen versucht umzulegen, ne? Ja. Wollen wir wetten, dass Quiet sieht, wer von denen infiziert ist? Das könnte ich mir doch vorstellen, dass sie es irgendwie wusste. Das macht sogar irgendwie Sinn. Mhm. Also, nicht, dass sie das sehen kann. Na gut, das vielleicht auch irgendwie, aber... Dass das vielleicht hat sehen können und deswegen ja. Den gekillt hat. Ja, weil die war die ganze Zeit ruhig und kurz bevor die Epidemie losging, hat sie dann angefangen rumzufilmen. Ja, vor allem, wer weiß, wann die losging, ne? Mhm. Vielleicht hat sie sich einfach voll bemerkt. Genau. Diplomat. Das mehr sehe ich aber nicht gerade. Nee. Aber ist ja eine schicke Schrotflinte. Oh. So. Ich weiß, dass es mir noch rückwärts kriegt, ehrlich. Keine Angst, Schrott, wenn die von einem ist. Ich hab sie ja Kampf erprobt. Bin damit fast drauf gegangen. Das ist der Helm, den vor sowas schützt. Nun. War das dramatisch? Mit dem Sniper. Erstmal direkt weggesprungen. Ja. Den Gnadenschuss versetzt. Da. Was will ich haben? Der da hinten muss der Sniper sein, ne? Nee, der bewegt sich. Ich glaube, der Scharfschütze ist noch nicht mit hier. Wir müssen ein bisschen weiter rechts. Ja, mit noch zwei Pakete hier gerade. Ja, fast. Ich so genau dann in die Richtung, wenn ich drauf schießen will, ne? Mhm. Auch ein Helm, ne? Mhm.
Das war der Helm? Ja. Das hat zumindest Gold gemacht. Der müsste getroffen haben. Der ist hinter der Felsen. Ah. Da liegt ein Gefangener. Der hat keinen Helm. Vielleicht machen wollen. Nee. Der ist hinter irgendwas. Aber denk dran, rechts von dir ist immer noch irgendwo der Scharfschütze. Ja, irgendwo ist der. Abgewählt. Helm. Ja. Da müsste der irgendwo sein. Entweder da oder weiter rechts noch. Auf diesem Gerüst. Was? Ja, das da. Noch weiter. Da. Persönlich sehe ich aber keinen. Ich sehe auch niemanden mehr. Und von den beiden da. Da ist noch einer. Ja, zwei. Was macht hier? Analysis complete. Sanitäter. Ist hier drunter, oder? Ich glaube schon, ja. Gut, dann gucken wir mal weiter. Ja. Wir werden jetzt gleich sehen, ob die Schatzschütze noch da ist. Analysis war der hier? Complete. Bullshit war der. Eigentlich war es doof, ne? Ja. Eigentlich steht die Treffer, aber. Das ist ein taktischer Treffer. You made it to the Detardi abandoned village. That's where the enemy PS. Ich bin nicht erst 10 Minuten. Pass auf, da sind ganz schön viele. Ich hab mal gesehen, wie Didok auf einmal 7 Feinde markiert hatte. Was? Schrotzt du mit Laser wie? Klar. Nur im Metal Gear. Quatsch. Wir haben doch schon Payday gezockt. Stimmt, da gab's ja auch einer. Ja. Eine ist gut. Du musst auf jede davon scheiß Visier draufpacken. Das schafft er nicht. Departing area of operations. Please select a deployment point. Please dispatch requested. Jetzt sind von irgendwo da hinten rumschleichen oder so? Voila. Bestimmt irgendwo eine Stelle, wo man hinklettern kann. Und so weit weit geholt. Ich glaube, die kriegen dann jetzt gerade doch mehr. Da bitte dir sogar ein Artillerie-Schlag besser helfen. Den ich auch nehmen kann, durchaus. Aber jetzt muss ich komplett runter wieder. Ich muss mich auch selbst snipern. Jetzt hat er auch selber Granaten gehabt. Ach, das ist genau der Quellpunkt, oder? Ja. Ei. Aber leg die doch hin! Ach, der ist. Ach du Scheiße, wo kommt der denn auf einmal her? Ach du Kacke. Das hab ich aber auch nicht mitgekriegt, dass da irgendwann rumschwirren soll. Ja, okay. Versuch was nochmal. Gut zu wissen, dass es ein Hubschrauber ist. Ja. Ich dachte schon, was ballert denn da so heftig? Wer ist gedacht, da unten ist vielleicht, da unten ist vielleicht irgendwo ein MG oder so. Hab ich auch gedacht, dass es irgendwie so was wäre, aber. Das Ding ist, will ich nicht einen Arzt-Fähigstab machen wegen den Gefangenen. Okay. Ich muss nicht sehr weit weg. Ja? Nee, näher.
Nimm ruhig den ganz rechts da in der Mitte. Den. Ja. Da war das. Keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Na, da ist das dann. Weil ich meine, die Überwachungsspezialisten haben wir noch nicht. Hm. Ja, die Frage ist, ob der das ist. Ich werde aber brauchen, was man jetzt den Hubschrauber ausschalten kann. Warte, okay, der ist da. Die mittleren. Ja, ne? Mhm. Please select supplies requested. Weil es immer wegquatscht. Ja. Weil es da? Nein, nicht. Buddy has arrived at Snipe. The map has supply drop complete. Kommt mit den Meldungen gar nicht mehr nach. Ich schon die eine Meldung, um die nächste abzuspielen. Geht's da schon? Die ist schon da, ja. Hallo. Was habe ich jetzt überhaupt für Waffen? Nichts mit Betäuben, das ist gut, brauche ich auch nicht. Ja, was soll ich nie betäuben, bitte? Ah, ja. Einfach durch und den Rambo raushängen lassen. Das glaube ich schon alle. Ja, ich glaube auch, aber. Sicher ist sicher, ne? Mhm. So. Ich habe zwei Möglichkeiten, entweder die Waffen kann ich noch nicht gesneakt machen. Ich würde den Scharfschützen als erstes ausschalten. Der scheint da steht nicht wieder da oben drauf, genau. Raketenwerfer. Ich heiße ihn willkommen. Hello. Can you hear me? LOL. Tja, das war seine Deckung. Das ist so eine gute Deckung, die Raketenwerfer einfach mal so blockt. Mhm. Ja. BAM! So, das hat er nicht geblockt. Weißt du, wie das jetzt in Battlefield 1942 ausgesehen hätte? Weiß ich nicht. Der wäre Kilometer nach oben geflogen. Ja, stimmt. Jetzt weiß ich, wo ist Quiet? Die steht ein bisschen weit weg. Das ist jetzt gut. Mein Gott, wie viele Mörser haben die denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung, zum Feind bewegen, aber so einen Mörseranschlag würde ich mir auch nicht mehr bewegen. Müssen wir haben. Voll in die Cojones, ey. Der macht mit Sicherheit keine Kinder mehr. Nicht zuletzt, weil er tot ist. Da kann Sinn ist Quiet. Der sag ich doch. Sagt der, ich brauch Deckung. Also du. You made it to the Detadi abandoned village. That's where the enemy PF's coded transmission came from. Jetzt müsste der. There's got to be a transmitter there somewhere. It could have the intel file containing the encryption key. Look for an antenna. The map has been updated. Irgendwas schießt auf mich. Wo war's Quiet? Nee. Weiß ich nicht. Jetzt da hinten. Wo ist mein Wagen? Das ist ein Wagen. Okay. Ja. Getäubt. Ja. Naja, auch in Ordnung. Gar nicht so viel, sehr. Warum betäubt ihr den jetzt auf einmal? Hä? Warum betäubt ihr den jetzt auf einmal? Weil ich wahrscheinlich beim letzten Mal die Waffe ausgerüstet hat, ja. Den Falschanschlag getötet, den Falter. Ja, aber gerade hattest du auch töten können, bevor du gestorben bist. Echt? Ja. Ich bin schön auf die Fresse. Nerz. Ich muss sagen, ich war gerade ein bisschen auf dem Hubschrauber irgendwie. Mann!
Ich hab's aber auch schon gedacht. Adler. Ich hab's jetzt aber auch schon gedacht, muss ich sagen. Zieht jetzt mal die Helme weg. Ich würde einfach ein paar Raketen unterfeuern. Ich muss rutschen, ich bin hebel. Warum nicht Kreuzchen kümmern? Ups, geht eigentlich nicht. Wo ich eigentlich seine ballern soll. Dann hat's aber geballert und dann konnte ich nur auswählen. Wo ist die Hubschraube, verdammt? Die macht mir ein bisschen Sorgen. Mal. Weiß ich nicht, aber ich würde die Zeit nutzen, die du hast, bevor er kommt. Ja, schon, ne? Am besten erstmal wieder runter, ne? Hier müsste das irgendwo sein, in den Zelten wahrscheinlich. Auf jeden Fall Musik. Auch ein geiler Song. Dancing! Das Radio. Da, nee, oder? Ach da. Springt uns an. Stimmt, braucht keiner, aber auch. Dancing with Tears immer. Der Song ist geil, den habe ich neulich erst noch gehört. Echt? Ja. Ich ewig nicht gehört, den Song. So, eigentlich wollte ich nachher einen guten Bauplan angefangen. Das ist kein Bauplan. Ist es kein Bauplan? Das ist ein Intel-File. Muss besuchen. Was auch? Intel file. Extraction. According to this information, the target is headed for Gazeba Camp. We also move. So schneller Kreuz. Ach, der schläft. In der Luft. So, immer gut, ey. Der wohnt. Oh, der Arme, ey. Du musst ein bisschen weiter rechts von dir, da müsste irgendwo die Geißel liegen. Hier irgendwo. Links von ihm? Ja? Ah, da ist er. Wie folgen? Na klar. Welchen so direkt rausholen kann? Ja. Warum die Geister unnötig anfassen? So genau zwischen den, Da ist irgendwie den Schädel eingehauen. Bam! So ungefähr, ey. Schlägt auf den Hinterkopf. Und wird schon zu Ofen wieder geschlafen, oder? Wir sind alle in Quarantäne. Ja, genau. Was hat der? Das ist eine schwere Infanterie. Hat er dir vielleicht was zu sagen? Talk. Die haben wir doch schon. Where are your friends? Erstmal wieder CQC und. Weißt du, Schrotzen Muni hält er aus, aber so ein Messer, da kann er nichts machen. So, der Outpost ist captured mit 10.000 schlafenden Leuten. Sicher, dass wir nichts rausholen wollen? Willst du? An sich ja. Ja, von mir aus. Ist doch deine Folge. Die sowieso langsam am Ende ist. Aber ein paar Leute sollen mich noch einnehmen. Noch was mit ihr aufwachen wieder. Aber ich bin noch bereit hier. Das ist zwei. Das ist nicht der Sunny. Der aufwacht.
die in der Kühe eingeschläfert? Ja. Analysis complete. Doch, ein Spiel Raketenwerfer? Haben wir schon. Subject on board. Leave the rest to us. Ja, wie die Leute sterben können. Ich weiß nicht. Analysis complete. Nein. Heroismus und so. Ja, hier geht sowieso schon runter mit der scheiß Epidemie. Analysis complete. Brauchen wir den? Kannst du mitnehmen. Medic auf Kurs kann man vielleicht brauchen, das ja. Heißt. Mit der Epidemie, ne? Mhm. You gotta extract him. Analysis complete. Das ist eine Handvoll, davon war noch nicht, oder? Und doch, hast du doch gerade für die Pistole gebraucht. Aber ansonsten Entwicklung A plus. Ja, von mir aus. Kann meiner Meinung nach nicht schaden. Ist natürlich kein S-Rang, ne, aber. Naja. Wir wollen ja nicht so sein, ne? Was man herum. Subject on board. Leave the rest to us. Speak. The map has been updated. A prisoner. He might have some information. If you extract him, we'll see what he knows. Wir haben ihn doch schon. Ich muss aber sagen, du machst immer noch so eine Hubschrauber irgendwo noch rechts. Immer noch. Ja, den werde ich wohl in der nächsten Folge bekommen. Wahrscheinlich. Aber ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal aus dem Dorf hier raus, ne? Mhm. Ja, Quite hat in der Folge gute Arbeit geleistet, muss ich sagen. Aber ich bin davon, dass die am Anfang ein bisschen arg kassiert hat, sag ich mal. Aber, naja. Oh, Post gecaptured. Mhm. Eigentlich nur wegen ihr. Ja, hab ich irgendwie betäubt. Ich hab zwei Leute erschossen oder so. Mhm. So, dann geh ich schon mal zum Auto. Da können wir uns in der nächsten Folge direkt durchstarten. Ja. Naja, fast. Wieder vier. Scheiße. Wir müssen das ganz schnell in den Griff bekommen. Ja. Gut Leute, aber bis dahin hoffe ich, die Folge hat euch gefallen und scheiße, das ziehen gerade alles. Deswegen werden wir in der nächsten Folge direkt weitermachen. Wir hoffen, es hat euch gefallen, schaut aber nächstes Mal wieder dran, wenn es wieder heißt Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Mit mir, dem Cloud, und mit mir, dem Deathrock am Drücker. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!